Auf diesen Film war ich sehr gespannt und in der Tat ist er ein Porträt des Bösen, das schwer zu ertragen und anzuschauen ist. Die Rede ist von The Zone of Interest. Der ist 106 Minuten lang, hat noch keine Altersfreigabe, aber ich tippe mal auf ein FSK 12 und startet ab dem 29. Februar in den deutschen Kinos, hatte aber bereits im vergangenen Mai, am 19. Mai, seine Weltpremiere auf den Filmfestspielen von Cannes, wurde bei der Presse sehr stark aufgenommen, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis, der am gleichen Tag verstorben ist, als die Weltpremiere stattfand, und erzählt dabei die Geschichte von Rudolf Höss, dem KZ-Kommandanten von Auschwitz, und dem Alltagsleben seiner Familie, allem voran seiner Frau Hedwig und den Kindern in einem Einfamilienhaus, bei dem Hedwig ganz stolz ist, dass sie zuerst eine Zentralheizung hat einbauen lassen, dass aus dem Garten, der vorher wie ein Acker oder ein Feld war, sie einen blühenden Garten mit Blumenbeeten gemacht hat. Es gibt ein kleines Schwimmbecken mit Rutsche, es gibt Sitz. Möglichkeiten, man kann da flanieren und reden und in den Alltag träumen. Und so glücklich, wie sie über ihr Familienleben ist und auch gar nicht mehr von dort weg will, und im Zuge dessen auch ganz klar sagt, dass sie im Grunde die Vorgabe des Führers, nämlich Adolf Hitlers, ja lebt, neuen Lebensraum im Osten zu nutzen und sich auszubreiten, ist es diese absolute Grausamkeit. Denn dieses Haus steht direkt an der Grenzmauer vom Konzentrationslager von Auschwitz, und schon beginnend in den allerersten Sekunden beginnt diese Geräuschkulisse, die man immer wieder im Hintergrund hat, von Schreien, von Rufen, von Schmerzen, die hörbar sind, von ständigem Hundebellen und von Schüssen. Und darüber hinaus sieht man so diesen Alltag der Familie Höss, der in manchen Momenten schon so unangenehm authentisch und einfach gehalten ist, wenn Geburtstag gefeiert wird oder mit den Kindern gespielt wird im Garten, man angeln geht oder ein bisschen mit einem kleinen Boot hin und her fährt, dass dieses Verständnis dessen, dass sich dahinter dieser Mauer die absolute Hölle auf Erden und das dunkelste Kapitel der Menschheitsgeschichte abspielt, und dieser Mensch, Rudolf Höster, hin und her wechselt, schon so schwer zu nehmen ist, da ist es dann vor allem Sandra Hüller, bei der man sich die ganze Zeit fragt, wie viel nimmt die denn eigentlich wirklich von dem wahr? Oder ist das eine Form von kognitiver Dissonanz? Aber sehr schnell ist klar, davon kann eigentlich nicht die Rede sein, denn Häftlinge aus Auschwitz sind die ganze Zeit präsent in Lumpen, die man vielleicht noch gerade so als Kleidung bezeichnen kann, die sich aber extrem absetzen, und auch wenn man sieht, wie verdreckt sie sind, die im Alltag der Familie Höss oft gebückt und voller Angst den Haushalt organisieren und an jeder Ecke für Tat und alle Möglichkeiten zur Stelle sind, weitet sich das im Film immer weiter so aus, dass es so erschreckend ist, wie diese Menschen im Grunde wie Gegenstände verwendet werden, indem man auch ihren Frust auslassen kann auf deren Gegenseite, aber immer die absolute Angst vor dem sofortigen Ermordetwerden im Vordergrund steht. Und zu sehen, wie dieses schöne Familienleben so angrenzend, im wahrsten Sinne des Wortes, lokal, aber auch in der Gefühlslage der Menschen so stattfindet, ist extrem schwer wahrzunehmen. Jonathan Glazer, der unter anderem Under the Skin gemacht hat als Regisseur, arbeitet hier beispielsweise auch mit Farben. Der Film beginnt mit einem Schwarzbild, dann gibt es mal ein Weißbild und dann mal ein rotes Bild. Sicherlich nicht umsonst die Farben einer bekannten Flagge aus jener Zeit. Aber auch mit einer Kameraqualität, die so einfach ist, wie sie aber auch erschreckend ist, weil er im Grunde mit 5 bis 10 fest installierten Kameras die meisten Sequenzen einnimmt, die man im Haus der Familie findet oder in den Gärten. Und diese wirken, als würde man von Überwachungskamera zu Überwachungskamera wechseln. Mit hoher Bildqualität, bis zu 30 Mikrofone hat er auch versteckt an den Sets, sodass die Darsteller vor der Kamera nie so richtig wussten, wann werden sie wie eigentlich gefilmt, in welcher Einstellung. Es gibt dann immer mal wieder ein paar Fahrten oder ein paar Wege, vor allem wenn wir mal vor das Haus der Familie Höss und an die Lagermauer entlang treten, bis hin an ein Flussufer, gibt es aber trotzdem so einen voyeuristischen Einblick in ein Porträt des Bösen, das so unfassbar ist, sich anzuhören oder anzuschauen, weil vor allem das, was wir vordergründig sehen, manchmal so normal wirkt und dann akustisch die ganze Zeit gebrochen wird, oder wenn im Garten man steht und einfach nur schaut, aber im Hintergrund der Schornsteinschlot eines Krematoriums Rauch ausstößt, der schwärzer kaum sein könnte, und das ununterbrochen, dann kann einem regelrecht schlecht werden im Kinosaal. Und das zusammenzubringen ist sowohl als Zuschauer sehr schwer, aber
aber wenn man sich dann noch vergegenwärtigt, wie real das war, ist das einfach schon auch eine krasse Erfahrung. Und wenn man dann aber glaubt, okay, ist das vielleicht eine Form von Verdrängung, weil Hedwig was im Vordergrund doch sehr stark steht, dann kann man sich immer wieder fragen, nimmt die eigentlich genau wahr, was da passiert? Aber dann gibt es Momente, in denen sie gefühlt aus dem Nichts und eiskalt formuliert, was sie bereit wäre, jemand anderem anzutun, und das einfach nur gefühlt mit einem Fingerschnippen, dass es einem das Blut in den Adern gefrieren lassen kann. Und wenn Kommentare über Kleidung kommt, die verteilt wird, frisch gereinigt, und man sagt, ach, die sind zu eng, man müsste eigentlich abnehmen, um die tragen zu können, dann ist das einfach nur perfide, weil man weiß, woher diese Kleidung kommt. Wenn anstatt wie heutzutage gefühlt bei einem Hausbesuch Leute versuchen, einen Thermomix zu verkaufen, dann ist dort der ja Rede von Gaskammern, die effizienter sind, die man bauen könnte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin aus der Zone of Interest raus und dachte das schon für mich, das ist ein sehr guter Film. Dann Nacht drüber schlafen, und während ich darüber schrieb, dachte ich, das sind eine Menge Bilder, die ich nicht vergessen werde, und der wächst innerhalb von so kurzer Zeit schon. Ich habe mich auf diesen Film in Anführungszeichen, große Anführungszeichen, gefreut, weil ich gespannt war zu sehen, wie wird dieses Erlebnis, sich das anzuschauen, und da muss ich sagen, Respekt. Respekt vor dem Cast und der gesamten Leistung. Sandra Hüller, wenn man sie in Anatomie eines Falls sieht und dann hier, dann hat man das Gefühl, zwei völlig unterschiedliche Menschen zu erleben. Sie ist ein Arthouse-Star auf internationaler Ebene, und sie spielt das so erschreckend normal, dass es beängstigend ist, und vor allem diese ganz gefährliche Hand einem, oder was ich will nicht sagen, Hand einem reicht, aber diesen Weg von der Leinwand hinausfindet, dass man so ein Gefühl von Alltag bekommt. So ein Gefühl von Normalität, aber so erschütternd und ekelhaft, dass ich sagen muss, Respekt, wie sie das spielt. Aber auch Christian Friedl als Rudolf Höss, der mit seinem, wenn er seinen Geburtstag feiert und von all den anderen Kollegen oder SS-Mitgliedern, die ihm da in den Arsch kriechen, sich gerne als Kommandanten sieht und erlebt, aber auch bloß Teil einer Hierarchie ist. Denn der Film ist im Jahr 1943 angesiedelt, wo auch in seiner Karriere durchaus Veränderungen bezüglich seiner Position stattgefunden haben, und die Familie deswegen auch Angst hat, wie es weitergehen könnte, und damit eben ganz normale Familienängste rund um, wie verändert sich unser Zuhause, was ist unser Zuhause, passieren, dann wird dann eben so ganz normale Themen in dieses Böse hineingepflanzt, das es so unangenehm macht, und er spielt das. Der spielt das halt gut. Der spielt das gut. Der spielt das so banal. Und wenn dann die Schranke hinein zum Lager einfach nur ums Eck ist und man dort in Uniform hingeht nach dem Motto, und jetzt gehe ich zur Arbeit, schwer zu nehmen. Und das zieht sich bis hindurch zu den Kindern, sodass sich da wirklich so ein komisches Familienalltagsgefühl aufzieht. Aber das wird eben auch gespielt durch die anderen. Es sind dann eben die anderen Wachleute oder Vertreter, um effizienter industriell zu töten, die dieser Normalität, diesen ganzen Schrecken mitverleihen. Aber vor allem diese Häftlinge, die immer wieder omnipräsent, so sehr im Hintergrund aber stattfinden und so viel im Alltag und im Garten machen und auch beiläufig dann immer gesagt wird, beispielsweise, wir haben natürlich Gärtner. Nee, das sind keine Gärtner. Das sind Häftlinge, die nicht bezahlt werden und die um jede Sekunde, die sie noch leben dürfen, bangen müssen. Und das ist zusammen so eingepackt in diese clevere, einfache Art der Kameraarbeit und einem ganz einfach gehaltenen Musikbild. Es gibt im Grunde zwei oder drei oder viermal nur so ein unheilvolles Dröhnen zusammen mit oft einem einfarbigen Bild, was auch stehen gelassen wird. Und dann ist es immer diese Geräuschkulisse im Hintergrund die ganze Zeit, die, ja, da muss man fast schon aufpassen, während man schaut, sich nicht irgendwie auch dran gewöhnt. Das ist so ganz komisch. Ich bin gespannt, falls ihr diesen Film seht, was das mit euch machen sollte. Ist das eine sehr ungewöhnliche Seherfahrung, wo ich sagen muss, es ist krass, das zu sehen, wenn über Kleidung und über Gaskammern geredet wird. Jetzt ist es das Normalste der Welt. Es ist diese beiden Welten so angrenzend aneinander zu sehen. Ein Unterfangen filmisch, was man vielleicht natürlich in einer Art schon von Filmen wie Der Junge im gestreiften Pyjama oder anderen Filmen kennt, aber so sehr diese Normalität, mir fällt schwer, einen Vergleich direkt zu ziehen, wenn das so aufeinander bricht und so einfach eingefangen ist, ist es wirklich etwas, wo ich der Meinung bin, das wird noch eine einige Zeit was mit mir machen. Wirklich ein starker und auch erschreckender Film, den ich aber sehen wollte und auch froh bin, dass ich ihn gesehen habe. Und da muss ich sagen, das ist für mich als historisches Drama in der Kriegszeit angesiedelt schon ein Film, wo ich bei 9 bis 10 Punkten schwanke. Ich denke, der wird mir über Jahre
noch sehr im Gedächtnis bleiben. Ich glaube, ich gebe The Zone of Interest 10 von 10 möglichen Punkten in diesem Genre-Mix, 9 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Nicht umsonst bekommt er auch international sehr Aufmerksamkeit bei den Awards. Alles andere als einfach zu nehmen. Und ich glaube, man kann viel diskutieren und reden, was an diesem Film einen berührt, beeindruckt oder Eindruck hinterlässt. Schwer rund um dieses Thema überhaupt, finde ich, immer die passenden Worte zu finden. Und es gibt, außer die paar Sachen, die ich genannt habe, noch einiges mehr, was euch sicherlich nochmal ganz anders tangieren wird. Ich will euch das natürlich nur nicht vorwegnehmen. Okay, da bin ich am Ende meiner Review zu The Zone of Interest. Ab dem 29. Februar in den deutschen Kinos. Also noch ein bisschen warten angesagt. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Freude im Kino.